Ein Meer aus Hochhäusern. Tokio, die japanische Megametropole. Ein aufregendes Abenteuer mit faszinierenden Menschen. Auch mit über 70 kümmere ich mich täglich 15 Stunden um meine Bonsais. 10 Millionen Menschen in der City. Über 37 Millionen im größten Ballungsraum der Welt. Im Taxi durch die Stadt. Überraschende Architektur. Ungewöhnliche Begegnungen und ein besonderer Roboter. My name is Driver. Die berühmteste Kreuzung der Welt und mittendrin das Fotoshooting einer deutschen Kimono-Designerin. Also Leben hier ist schon echt schön. Die Megacity im Land der aufgehenden Sonne. Tokio. Tokios Flughafen Haneda ist der fünftgrößte Airport der Welt und hat seit kurzem einen neuen Mitarbeiter. My name is Kaiba. Kaiba arbeitet im Inlandsterminal und hat nützliche Informationen für die Fluggäste parat. Sagen Sie mir bitte den Weg zum Auslandsterminal. Also, wenn ich die Rolltreppe nehme? Okay, vielen Dank. Kaiba begeistert die Kinder, kann singen und spricht neben Japanisch auch Englisch. Where are you from? I'm from Misawa. Misawa? Yeah. I'm from Japan. Noch ist Kaiba in der Probezeit, aber die Verantwortlichen sind mit dem neuen Mitarbeiter sehr zufrieden. Kaiba kann mit den Augen beobachten. Er kann unterscheiden, ob sein Gegenüber ein Kind oder ein Erwachsener ist, ob die Person weiblich oder männlich ist. Die Kommunikation in Echtzeit ist eine große Herausforderung für uns. Aber für die Reisenden ist es schon so, als ob sie mit einem Menschen sprechen würden. Er kann bereits einfache Fragen beantworten, aber seine Kommunikationsfähigkeit wollen wir noch verbessern. Sie soll noch natürlicher werden. Bisher wird der Informationsroboter nur am Inlandsterminal eingesetzt. Aber wenn im nächsten Jahr die Olympischen Spiele sind, soll er auch die Gäste aus aller Welt begrüßen. Der Roboter ist super. Es wäre toll, wenn er mir noch Essensvorschläge machen könnte. Die großen und kleinen Japaner sind jetzt schon begeistert von Kaiba. Und seine Entwickler sind sicher, dass der neue Mitarbeiter sich schon bald auch im internationalen Terminal bewähren wird. Die japanische Hauptstadt liegt in der Bucht von Tokio an der Pazifikküste. Der Sumida durchströmt die Metropole von Norden nach Süden und bietet den schönsten Blick auf die gigantische Architektur. 20 Millionen Beschäftigte in der Region erwirtschaften hier den Reichtum Japans. Allein das Bruttoinlandsprodukt der Region Tokio ist größer als das von ganz Russland oder Südkorea. Eine superreiche Megacity. Alles sauber, alles perfekt organisiert. Auf der Stadtautobahn und den Straßen tausende grüne und gelbe Taxen. Fast 50.000 Taxifahrer sind in der Stadt unterwegs. Die meisten fahren die legendäre Toyota Crown Limousine. Mein Name ist Honda, obwohl ich Toyota fahre. Makoto Honda hat ein paar Jahre für eine japanische Firma in Düsseldorf gearbeitet. Dort hat er Deutsch gelernt. Er kennt die Deutschen und die Japaner, kennt ihre Einstellungen und Eigenheiten und kann Unterschiede und Ähnlichkeiten benennen. Die beiden sind sehr ähnliche. Also die beiden haben ähnliche Mentalität. Zum Beispiel so Sachen muss immer so korrekt sein oder die Zeit muss immer so pünktlich sein.
man macht, was man verspricht. Die Menschen sind beide so ehrlich. So finde ich persönlich. Wer hätte das gedacht? Die Japaner sollen wie die Deutschen sein. Mal sehen. Wohin möchten Sie bitte? Nach Akihabara, zum Anime-Shop. Akihabara liegt im Zentrum und ist das Elektronikviertel Tokios. Dort sind auch die Läden mit den Comicfiguren aus den Animationsfilmen. Sento Chihiro ist 26 Jahre alt und seit ihrem 14. Lebensjahr hat sie ein besonderes Hobby. Schnell wurde es zu ihrem Lebensinhalt und sogar zu ihrem Beruf. Sen ist Redakteurin bei einem Cosplay-Magazin. Cosplay ist das Spiel mit Kostümen. Man verwandelt sich in eine Comic- oder Anime-Figur aus Mangas oder Animationsfilmen. Sen gibt ihren Lesern Tipps und Anleitungen zum Selbermachen von Kostümen. Normalerweise suchen sich Cosplayer den Charakter ihrer Lieblingsserie aus. Und weil ständig so viele neue Serien herauskommen, führen wir Umfragen durch, um herauszufinden, welche Figuren gerade besonders im Trend liegen. Inzwischen ist sie leitende Redakteurin. Sie entwirft und realisiert ständig neue Kostüme. Und nach Feierabend wird sie selbst wieder zur leidenschaftlichen Cosplayerin. Das ist der faszinierendste Augenblick, kurz bevor ich mich verwandle. Cosplay ist wie ein Traum, eine Fantasie, in der ich zur Hauptdarstellerin werde. Cosplay ist viel mehr als nur Verkleidung. Es ist die komplette Verwandlung des Ichs in eine Figur aus der Anime- und Comicwelt. Beim Cosplay geht es darum, sich zu inszenieren. Je mehr ich dem Charakter ähnlich sehe, umso mehr werden mich die Fans bewundern. Die Verwandlung ist beendet. Sen ist jetzt nicht mehr die Cosplay-Redakteurin, sondern ihre Lieblings-Anime-Figur. Ein Geschöpf der Fantasie. Aber nicht in einem Comic oder einem Film, sondern im öffentlichen Leben auf Tokios Straßen. Aber im Anime-Viertel im Stadtteil Akihabara erregt Sen keine besondere Aufmerksamkeit. Als ich mit Cosplay begann, habe ich mich ein bisschen geschämt und gedacht, es sei vielleicht peinlich. Also habe ich es nur heimlich gemacht. Meine Eltern und Freunde wussten nichts davon. Erst als es immer populärer wurde, habe ich es erzählt. Und sie haben mich verstanden. Hunderttausende, vor allem Jugendliche, sind inzwischen Cosplayer. Und die können in der japanischen Popkultur fast so berühmt werden, wie die Anime-Figuren, die sie darstellen. Sen plant gerade eine neue Identität, eine neue Figur, in die sie sich bald verwandeln möchte. Die Anime-Shops bieten den Cosplayern ein riesiges Angebot an Accessoires und Kostümen. Mit 26 ist Sen eine Veteranin der Szene und weiß genau, worauf sie achten muss. Bei Cosplay geht es immer um Selbstbestätigung. Es fängt natürlich als gewöhnliches Hobby an, aber man muss sich dann schon fragen, wo die Grenze ist. Als erstes schaut Sen nach einer Perücke. Trotz riesiger Auswahl nicht ganz einfach. Für meinen neuen Charakter müsste das Blau noch heller sein und die Haare etwas kürzer. Aber bei den Kontaktlinsen ist es vielleicht einfacher, das Richtige zu finden. Weibliche Anime-Figuren haben fast immer extrem große Augen. Um mädchenhafter zu wirken, haben diese Kontaktlinsen eine schwarze Umrandung. Und sogar in Lila. Perfekt für Sen. Große Augen und eine große Leidenschaft, die für sie längst noch nicht zu Ende ist. Tokio, das ist ein Asphaltdschungel aus Wolkenkratzern und spektakulären Bauwerken. Da gibt's dann auch die Freiheitsstatue vor der Rainbow Bridge und immer neue Superlative. Größer, höher, teurer.
Für die Stadt scheint es keine Grenzen zu geben. Vor einem Bürokomplex wartet ein Angestellter aufs Taxi. Zum Skytree, bitte. Der Skytree ist vielleicht nicht das schönste Gebäude der Stadt, aber sicherlich das spektakulärste. Nakanishi Norio desu. Watashi wa Tokyo no sora no ue ni ukabu imamade ni nai mattaku atarashii mono o tsukuru otetsudai o shimashita. Das höchste Gebäude der Stadt, der Skytree. Tokios Fernsehturm ist mit 634 Metern das zweithöchste Gebäude der Welt. Und das in einer Stadt, in der es 200 Mal im Jahr ein Erdbeben gibt. Außen ein Stahlgerüst, innen eine Säule aus Beton. Im Keller des Skytree will uns Norio Nakanishi das Geheimnis verraten, warum der gigantische Turm erdbebensicher ist. Als Architekt war er an der Planung und Ausführung beteiligt und kennt hier jedes Bauelement. Unter der Stahlbetonsäule, die den Innenraum des Fernsehturms bildet, befinden sich sechs elastische Gummisockel. Das ganze Gewicht der inneren Säule, 10.000 Tonnen Stahlbeton, lasten auf diesen Gummisockel. Wenn der Fernsehturm durch ein Erdbeben ins Schwanken gerät, könnte er bei einer festen Verankerung brechen. Doch die elastischen Gummisockel hier reduzieren die Bewegung. Sie tragen also nicht nur das Gewicht des Fernsehturms, sondern verhindern auch ein zu starkes Schwanken. Aus dem Keller geht's in die Betonsäule und damit in das Innere des Fernsehturms. Ab 125 Meter Höhe bis hinauf auf 375 Meter ist die innere Betonsäule mit dem Stahlrahmen, der die äußere Hülle des Fernsehturms bildet, verbunden. Hunderte Öldämpfer sind hier montiert. Die Öldämpfer reduzieren eine mögliche Bewegung des Turms. Die Bewegung der Betonsäule wird von der des Stahlrahmens aufgefangen. Die Technologie gibt es schon länger, aber Nakanishi und sein Team haben erstmals unterschiedliche Sicherungsmethoden kombiniert. Und so ist die Architektur des Skytree weltweit einzigartig. Egal wie stark ein Beben sein könnte, der Architekt ist ganz sicher, dass sein Fernsehturm standhält. Die 250 Meter langen Öldämpfer und die elastischen Gummisockel federn selbst extreme Bewegungen ab. Die äußere Stahlhülle und die innere Betonsäule bewegen sich dann gegenläufig. Und die Bewegung wird so weit reduziert, dass selbst bei einem schweren Beben nichts passieren kann. Der Skytree, ein Wunderwerk der Baukunst. Ein 634 Meter hoher Gigant, den selbst schwerste Erdbeben nur erschüttern, aber nicht umwerfen können. Es ist mir eine große Ehre, dass ich mithelfen konnte, den Skytree zu realisieren. Und wenn ich all die Besucher und ihre Freude sehe, kommen mir die Tränen. Nicht nur für den Architekten ist der Skytree sicherlich das spektakulärste Gebäude Tokios. Aber die Faszination einer Stadt, das sind auch ihre Menschen. Und die überraschen manchmal auch Taxifahrer Makoto Honda. Wohin möchten Sie? Zur Shibuya Crossing, bitte. Shibuya ist ein absolutes Innenviertel, mitten in der Innenstadt und eines der Modezentren Japans. Hallo, mein Name ist Angie Seiss aus Lüneburg und inzwischen kann ich mich auch in Japan selber anziehen. Angie Seiss lebt seit 2010 in Tokio und ist Kimono-Designerin. Ihre Kimonos verkauft sie über das Internet. Ihre neuen Sommermodelle möchte sie heute bei einem Fotoshooting groß in Szene setzen. Beim Kimono ist wichtig, eine gerade Silhouette zu haben. Dann verrutscht nichts und dann sieht das alles super aus. Und deswegen muss ich zum Beispiel bei ihr
auch auspolstern. Das heißt, die Brüste müssen so flach wie möglich und dann alles untere halt gerade ausgepolstert werden. Model Julia kennt das aufwendige Prozedere schon. Erst den Busen kaschieren, dann der Kimono und mit dem Obi wird's richtig knifflig. Den Gürtel will Angie passend zum Dinosauriermotiv besonders kunstvoll knoten. Aber es geht auch schneller, wenn Frau einen Kimono anzieht. Ich kann meinen Kimono auch in 10 Minuten anziehen, wenn ich in Eile bin und einen einfachen Obi-Dings mache, dann geht das ganz schnell. Aber wenn man halt, dass es ordentlich wird, dann nimmt man sich die Zeit. Der Dino-Obi sitzt und das Model ist perfekt verpackt. Es ist schon sehr steif. Also man kann sich halt nicht groß bewegen und vor allem um die Hüfte rum ist halt alles steif. Das sieht natürlich toll aus, aber allein schon zu gehen ist halt anstrengender als sonst. Oder auch man kann nur kleine Schritte machen. Kimonos werden seit über 1000 Jahren von den Japanern getragen. Früher auch von Männern, heute fast nur noch von Frauen zu festlichen Anlässen. Angies Dinosaurier-Kimono, professionell in Szene gesetzt von Fashion-Fotograf Benjamin Hung. Wenn es geht, hätte ich gerne, dass sie auf dem Dinosaurier sitzt. Vielleicht kann ihr jemand hochhelfen, so dass sie seitwärts wie eine Lady auf einem Pferd sitzt. Angie verkauft ihre Kimonos vor allem an Ausländer. Das Dinosaurier-Modell wird 400 bis 500 Euro kosten. Das Besondere hat seinen Preis. Also als erstes gibt es in der traditionellen Kimono-Welt eigentlich keinen Kimono mit Dinosauriern drauf. Das habe ich noch nie gesehen. Deswegen habe ich gedacht, das muss halt mal jemand machen. Und ich wollte das unbedingt mal machen, weil ich als Kind halt super Dinosaurier begeistert war. Und ja, und dann habe ich mir halt die Location auch dementsprechend rausgesucht, habe gedacht, wenn man schon sowas Funkiges oder Buntes macht, dann sollte man auch irgendwie eine freakige Location haben. Und dann, ja, perfekt. Super. Ja, spitze. Yay, thank you. Gleich die berühmteste Kreuzung der Welt. 10.000 Fußgänger. Und mittendrin soll Julia in Szene gesetzt werden. Konnichiwa. Wohin soll's gehen? Nach Nyori-Chome, bitte. Edogawa ist der östlichste Bezirk der Stadt und wenigstens eine Attraktion gibt es dort. Kobayashi Kunio, hi. Kunio Kobayashi ist der Bonsai-Meister Japans und eine internationale Koryphäe der kunstvollen Gestaltung kleiner Bäume. In seinem Garten stehen über 1000 Bonsais, alles kunstvolle Schöpfungen von Menschenhand. Gestaltet von seinen Schülern und vom Meister selbst. Winter City side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find. Mit großer Akribie hegt und pflegt der Meister jeden einzelnen Baum. You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road. Als ich noch jung war, wollte ich mit den Bonsais zunächst nur Geld verdienen, wie ein Unternehmer. Aber mit der Zeit habe ich mich in die Pflanzen verliebt und sie sind zu meiner Leidenschaft geworden. Obwohl ich schon über 70 bin, arbeite ich an meinen Bonsais jeden Tag 15 Stunden. Jeder einzelne Bonsai hat für Kobayashi seinen eigenen Charakter, den es zu ergründen gilt, um dann aus dem Baum ein unverwechselbares Kunstwerk zu schaffen. Vor 1000 Jahren brachten buddhistische Mönche die Bonsai-Kunst aus China nach Japan. Für den Bonsai-Meister sind seine Bäume nicht nur lebendige Kunstwerke, sondern sie repräsentieren auch die japanischen Traditionen. Denen fühlt sich Kobayashi eng verbunden und zeigt das auch bei der Einrichtung seines Hauses. Die Bonsai-Kunst ist etwas einzigartig Japanisches. Sie ist heilig, genauso wie Tatami-Matten und Papierwände.
Jeder japanische Raum ist wie eine Ausstellung. Kunio Kobayashi, national und international mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, erfreut sich noch immer an jedem einzelnen Bonsai. Dieser Baum ist über 300 Jahre alt. Für mich ist es ein Geschenk, dass ich dieses jahrhundertealte Leben gestalten und formen darf. Manchmal auch mit der Kettensäge. Kobayashi formt aus dem uralten Baum etwas ganz Neues. Mit seinem Werkzeug erschafft er ein Bonsai-Kunstwerk. Jeder Bonsai-Künstler arbeitet anders. Auch die Talente sind unterschiedlich. Manche arbeiten ganz vorsichtig, weil sie Angst haben, Fehler zu machen oder den Baum gar zu töten. Aber auf jeden Misserfolg folgt das Gelingen. So habe ich es bis hierher geschafft. Und so wurden die Formen meiner Bäume immer schöner. Sein Wissen und seine Erfahrung gibt der Meister an seine Schüler weiter. Die kommen nicht nur aus Japan, sondern inzwischen aus aller Welt. Raphael ist aus Polen und seit einem Jahr in der Bonsai-Schule des Meisters. Unser Meister verkörpert und lebt noch ganz die alte Tradition. Der Respekt vor den Bonsais, unser Respekt vor dem Meister, all das ist schon ziemlich anders als in Europa. Der Bonsai-Meister genießt den Respekt und weiß genau, wie er die Traditionen vermitteln muss. Diesen Baum hier habe ich zusammen mit meinen Schülern angefertigt. Sie haben mich genau beobachtet, so lernen sie es am besten. So ein Kunstwerk kann dann auch schon mal ein paar hunderttausend Euro kosten. Tokio ist mit seinen 10 Millionen Einwohnern eine Megacity. Mit über 37 Millionen Bewohnern ist die Metropolregion der größte Ballungsraum der Welt. Und trotzdem ist in Tokio alles perfekt organisiert und geregelt. Bei den Menschen kann man selten Hektik, sondern zumeist eine große Gelassenheit beobachten. Angie Salz bereitet ihren nächsten Sommerkimono für das Fotoshooting vor. Dieses Mal ein Design mit Heimatbezug. Der Löwe ist das Wappen von Lüneburg, oder der ist in dem Wappen von Lüneburg drin, meine Heimatstadt. Und das habe ich quasi mit Kimono kombiniert, um ein Stück von zu Hause mit Japan, also meinem neuen Zuhause quasi, zu verbinden. Alles muss perfekt sitzen. Der Kimono, die Haare und die Accessoires. Dann ist Angie mit ihrem Werk zufrieden. Als nächste Location hat sie einen ganz besonderen Ort gewählt. Die Shibuya Crossing ist ja eigentlich das wahrscheinlich berühmteste Bild, was man von Tokio hat. Und ja, das ist ein sehr cooler Ort, um den Kimono einfach in die Mitte zu stellen und den Strömen von westlicher Kleidung aussetzen zu lassen und dort ein paar Fotos zu machen. Bei jeder Grünphase strömen tausende Fußgänger von allen Seiten auf die Kreuzung. In den Stoßzeiten queren bis zu 15.000 Menschen gleichzeitig die berühmteste Kreuzung der Welt. Eigentlich eine fast normale Kreuzung und eigentlich geht man nur über die Straße. Aber hier in Shibuya wird jeder Fußgänger Teil eines gigantischen Massenspektakels. Und inmitten dieser Massen will Angie jetzt Julia mit dem Kimono inszenieren.
Also ich bin auf jeden Fall super happy. Und das Tolle ist, sobald wir da die Mitte blockieren, kommen auch noch kaum noch Leute durch. Und wir haben so einen eigenen Space. Und das ist schon echt cool. Sieht echt toll aus. Und wahrscheinlich wurde ein Kimono noch nie so spektakulär in Szene gesetzt. Hier hat der Koch alles im Blick. Gleich bei Grenzenlos. Nachgemachte Lebensmittel. Witzige Gimmicks und Speisen wie im Restaurant. Das hat in Japan eine lange Tradition. Zurück in Tokio, zurück zu Taxifahrer Honda. Einen Unterschied zwischen Deutschland und Japan gibt es für ihn auf jeden Fall. Und das ist die Religion, beziehungsweise die Religionen. Wir haben, wie Sie wissen, es gibt Buddhismus und Shintoismus. Also das heißt, wir Japaner glauben die beide Religionen. Es gibt in der Nähe von Yoyogi Park ein ganz großer Schrein, das heißt Meiji-Schrein, ja, ganz groß. Ich zeige Ihnen. Der Meiji-Schrein liegt mitten im Zentrum, im Stadtbezirk Shibuya, im Yoyogi Park. Der Park ist eine grüne Oase in der Megacity. Ein Anziehungspunkt für Tokioter und Touristen. Der Park entstand auf dem Gelände der Olympischen Sommerspiele und wurde 1967 eröffnet. In unmittelbarer Nähe des fröhlichen Treibens befindet sich der berühmteste Schrein des Shintoismus in Tokio. Der Meiji-Schrein wurde zu Ehren von Kaiser Meiji und seiner Frau Shokun errichtet und 1920 eingeweiht. Wir verbeugen unter dem Torii-Tor. Das ist einfach so, Hallo zu sagen zu dem Gott. Am 1. April 1945 wurde die Anlage von amerikanischen Bomben zerstört und nach dem Krieg wieder aufgebaut. Hier ist der Haupteingang. Also man muss so sauber sein, reinzugehen, für Gott zu treffen. Ja. Gott wartet in der großen Halle und wird mit einer Münze begrüßt. Das kurze Gebet ist keine Lobpreisung Gottes, sondern die Formulierung eines persönlichen Wunsches. Ich habe so ein bisschen peinlich, aber ich habe gehofft, dass ich so abzunehmen. Wer ganz sicher gehen will, schreibt seinen Wunsch auch noch auf eine Holztafel. Das sind ganz weltliche, persönliche Wünsche, mit denen sich die Menschen an Gott wenden. Hier sehe ich viele Chinesisch und Englisch. I wish to improve my math and English. Also Besserung mit der Mathematik und Englisch an der Schule, besser zu werden. Da steht besserer Erfolg mit dem Baseballspiel. Ich glaube, er ist ein Baseballspieler. Ganz weltliche Wünsche in einer weltlich geprägten Gesellschaft. Religion ist nicht so wichtig bei uns. Aber wir haben solche religionische Moral immer. Zum Beispiel, wenn man Portemonnaie auf der Straße findet, man glaubt, wenn man das klaut, man bekommt Pech von dem Gott. Deswegen wir bringen zur Polizei zum Beispiel. Dieser Gedanke bleibt noch, aber strengen Religionen
Gedanke gibt's leider heute nicht mehr. Aber an Neujahr gehen trotzdem 3 Millionen Menschen zum Hatsumode in den Meiji-Schrein und wünschen sich göttlichen Schutz und persönliches Glück. Ob die Japaner glücklich sind? Im World Happiness Report der UNO liegt Japan nur auf Platz 51 von 153 Ländern. Aber in Tokio gibt es ein Stadtviertel, wo die Menschen mehr lächeln als im Rest der Stadt. Vielleicht weil Asakusa ganz anders ist. Hier findet man versteckte Tempel, enge, leere Gassen und Menschen, die entspannt flanieren. In Asakusa sind die Häuser flacher und die Menschen relaxter. Auch Angie Salz liebt das Viertel und fährt oft dorthin, mit der U-Bahn. Kein Gedränge wie in den Stoßzeiten. Samstagmittag sind die Züge relativ leer. Die Bahn fahren alle paar Minuten, man kommt überall super hin. Mit dem Auto, Parkplätze sind super teuer. Also die Bahn ist schnell und effizient und günstig und ja, wunderbar und sauber vor allem. Und eine Norddeutsche im Kimono sorgt hier auch nicht für Aufsehen. Sommerzeit in Tokio heißt für 2-3 Wochen auch Regenzeit. Als erstes möchte Angie in ihren Lieblingsladen, ein Antikgeschäft mit besonderem Flair, wo Angie fast alles findet, was ihr Herz begehrt. Alter Schmuck, eine Riesenauswahl antiker Kimonos und mit der Besitzerin fachsimpelt Angie auf Japanisch. Ich glaube, in Tokio ist das wahrscheinlich auch der einzige Laden, der so richtig super antik ist und wo es nicht nur Krimskrams gibt, sondern es ist gut sortiert. Und hier hat man Kimono, hier hat man westliche Kleidung, Uhren, Bilderrahmen, Gläser, kleine Accessoires und so weiter. Weiter geht es in Asakusa durch den Toyota Sommerregen. Von den Roaring Twenties in die bunten 70s. Ich möchte zu meinem Lieblingscafé und zwar ist das auch im 70er-Style und total bunt und abgefahren. Und dort gibt es die leckersten Melon-Soda, also was man in Japan halt gerne trinkt. Schönes quietschig grün und süß. Asakusa ist Angies Lieblingsviertel. Aber für ganz Tokio konstatiert die Norddeutsche, also man fühlt sich überall wohl. Also, ja. Also Leben hier ist schon echt schön, so in dem Aspekt. Und deshalb vermisst sie Deutschland auch nur selten. Asakusa ist auch ein Shoppingparadies für Haushaltswaren. Hunderte Läden bieten alles an, was der Hobby- und Profikoch begehrt. Und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes: nachgemachte Lebensmittel. Witzige Gimmicks und Speisen wie im Restaurant. Aus Plastik oder Wachs. Das hat in Japan eine lange Tradition. Wir zeigen die Speisekarte nicht einfach als Fotos, sondern stellen die Gerichte wie echte Gegenstände in ein Schaufenster und zeigen, wie das Gericht genau aussieht. So bekommt man sofort Appetit. Ein fester Bestandteil der japanischen Kultur. Inzwischen sind die kleinen Kunstwerke auch ein Verkaufsschlager bei den Touristen aus aller Welt. Ich komme aus Taiwan. Das Angebot hier ist großartig. So etwas gibt es bei uns nicht. Ich musste sofort was kaufen. Ich bin sehr glücklich. Musik.
Früh morgens beginnt der Arbeitstag für einen Unternehmer. Wohin möchten Sie? Nach Toyosu, bitte. Toyosu liegt im Süden der Stadt, in der Bucht von Tokio. Nishimoto Keiichi to moshimasu. Atashi wa kanpiki wo motomete Tokio no hitotachi wo manzoku ni shiteimasu. Der neue Fischmarkt in Toyosu wurde im Herbst 2018 eröffnet. Mit einer Fläche von 40 Hektar ist das riesige Areal der größte Fischmarkt der Welt. Jeden Morgen kommt Nishimoto zum Einkaufen hierher. Jeden Morgen beginnt auch um 5 Uhr die Thunfisch-Auktion. Der Auktionator ruft jeden der 3 bis 5 Zentner schweren Thunfische einzeln auf. Yukitaka Yamaguchi ist einer der wenigen Händler, der eine Lizenz zur Teilnahme an der berühmten Thunfisch-Auktion hat. Erfahrung ist entscheidend, um die Qualität eines Thunfischs zu erkennen. Ich habe vor 37 Jahren im Fischgeschäft angefangen. Meistens erkenne ich die Qualität schon am Aussehen des Fisches. Sushi-Koch Keiji Nishimoto mit Akribie zum perfekten Sushi. Gleich bei Grenzenlos. Zurück zum größten Fischmarkt der Welt. Die berühmte Thunfischauktion ist beendet. Die Käufer haben die Kolosse zu ihren Läden transportiert. Jetzt werden die 3 bis 5 Zentner schweren Blauflossen-Thunfische zerlegt. Im Laden von Fischhändler Yamaguchi gibt Restaurantbesitzer Nishimoto seine Bestellung auf. Ich kaufe nur hier bei Yamaguchi. Bei ihm ist die Qualität immer gleichbleibend gut. Mir geht es dabei nicht darum, bei einem teuren Händler zu kaufen. Yamaguchi hat einfach immer alles, was ich brauche. Und deshalb kommt Nishimoto jeden Morgen hierher. Er weiß auch genau, welches Stück Thunfisch für ihn perfekt ist, welchen Teil er für sein Restaurant kaufen wird. Hier geht das Fleisch von Halbfett in Fett über. Und dann nehme ich noch dieses Stück von dem Mageren. Den Preis kann ich nicht genau sagen. Wahrscheinlich um die 100.000 Yen. Und beste Qualität beim Einkauf ist natürlich auch die erste Voraussetzung für perfektes Sushi. Der Thunfisch wird geliefert und Nishimotos Einkaufsliste ist noch lang. Er braucht noch anderen Fisch und Meeresfrüchte. Über 480 Arten werden in Toyosu verkauft. Über 12 Millionen Euro Umsatz macht der größte Fischmarkt der Welt jeden Tag. Und Nishimoto findet alles, was er braucht. Nach dem Einkaufen geht's für Nishimoto direkt in sein Restaurant, wo er schon die ersten Vorbereitungen für das Abendmenü erledigen muss. Das Lokal liegt in der Innenstadt, im Viertel Gimbocho. Nishimoto arbeitet konzentriert und präzise. Jeder Handgriff im Dienste der Perfektion. Filigranarbeit, um das beste Sushi servieren zu können. Früher hat man gesagt, dass es mindestens 10 Jahre braucht, um ein guter Sushi-Meister zu werden. Aber mittlerweile hat es sich geändert. Die Anzahl der Jahre spielt keine so große Rolle mehr. Eher die perfekten Zutaten und der beste Fisch. Vor 32 Jahren hat er als Praktikant in einem Sushi-Restaurant angefangen. Und heute weiß er, dass zu einem perfekten Sushi noch viel mehr als die besten Zutaten gehören. Man sagt, dass der Mensch mit seinen 5 Sinnen isst. Mit den Augen das Essen betrachten, mit den Ohren das Essen hören, den Geschmack riechen und mit dem Mund den Geschmack erfühlen. Der 5. Sinn ist die gesamte Stimmung. 11 Gäste haben an der Theke seines Restaurants Platz. 200 Euro kostet das Menü pro Person. Dafür erwarten seine Gäste nicht nur exquisite Speisen, sondern auch die ganze Aufmerksamkeit des Chefs. Genau genommen ist dieser Ort wie eine Bühne, weil der Raum und das Zubereiten der Speisen mit den Augen wahrgenommen wird. Man kann aber auch den Geruch genießen oder den Klang, wenn ich etwas schneide. Es ist wie eine harmonische Zeremonie zwischen den Gästen und mir.
Deshalb sind teure Sushi-Restaurants meist sehr klein. Denn je mehr Gäste da sind, umso mehr muss Nishimoto seine Aufmerksamkeit teilen und muss befürchten, nicht mehr der perfekte Gastgeber sein zu können. Mir ist wichtig, dass die Gäste einen perfekten Abend haben. Sie haben die Verlobung des Sohnes gefeiert und waren sehr glücklich. Wir hatten eine gute Atmosphäre. Für Sie und für mich auch.